Die Allgäu-Comets sind hochmotiviert. Beflügelt vom Aufstieg in die German Football League 2 haben sie hohe Erwartungen. In der kommenden Saison will man unter die ersten vier kommen, so Trainer Brian Kehler. Und in den nächsten vier Jahren strebt die Mannschaft die erste Liga an. Hochgesteckte Ziele und sie sollen dafür sorgen, dass es klappt. Travis Schmidt, Shane Jackson, Justin Woodleaf und Orlando Webb aus den USA. Ja, das ist der erste Schritt dahingehend. Wir haben da wirklich qualitativ wirklich ganz tolle Sportler, die sich auch zwischenzeitlich auch so zwischenmenschlich toll mit einbracht haben. Also da ist nicht irgendwo, dass die sich absetzen von den deutschen Spielern, sondern miteinander wirklich kameradschaftlich. Und wir haben große Erwartungshaltung auch an die Jungs. Die Neuzugänge sind nicht nur gute Spieler, sondern unterstützen die beiden Trainer auch bei der Arbeit. Seit Mitte März sind die Neuen im Team mit dabei und auch bei den deutschen Spielern gäbe es dadurch schon Verbesserungen. Eine erfolgreiche Saison der Allgäu Comets wäre auch ein gutes Jubiläumsgeschenk. Denn die Footballmannschaft wird dieses Jahr 30 Jahre alt und feiert das ausgiebig. Wir haben in Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor der UWT die Möglichkeit bekommen, die haben uns da die Tür weit aufgemacht in der Gemeinde Betzigau. Wir werden in der Zeit vom 9. bis 12. Mai ein großes Festzelt errichten, hier vor den Toren Betzigaus. Und da haben wir ja internationale Stars wie den DJ Ötzi engagiert und haben wir ein buntes Rahmenprogramm. Die Spieler jedenfalls werden da nicht mitfeiern können. Am 12. Mai ist bereits Saisonauftakt in Darmstadt. Kickoff zum ersten Heimspiel im Kemptener Illerstadion ist dann am 28. Mai.